Okay, was ist hier? Achso. Hallo, Kletus? Mist, er geht nicht mehr ran. Na, das ist natürlich Mist. Ja, null. Hä? War da jetzt nicht alles, oder? Kann ich hier. Ach, hier sind die Datensätze. Wenn Klitus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Ja, wo ist denn der Unterschied? Moment mal, wie unter normaler Verfluch. Ach, hier ist auch noch ein Knopf. Was süß, eine kleine süße Katze. Die Kitty. Sind die vielleicht, die wir rasieren müssen? Ich versuch's einfach mal. Ah, kann er nicht schauen. Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren, wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Ah, dann wollen wir doch mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Ah, egal. Oh, das ist die echte. Okay, eine Kitty. Oh. Fuß. Die hat wenigstens glatt rasiert. Was hast du Oh, nee. getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Ach, was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Arme Kitty! Brave Kitty! Kitty, Kitty, Kitty! Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber das sind doch nur Zuckungen. Die Gott, oh Gott, Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo, jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Aber sie konnte doch Kitty Kitty sagen. Also kann sie doch sprechen. Also sie leidet unter Spasmen, okay? Also ja, okay. Merkt man ja auch. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Welche Hand? Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Okay. Also wenn sie hier macht, ist ja. Und wenn sie ihren Zopf nach hinten wirft, heißt es nein. Hat sie überhaupt mit mir Was habt ihr vor? denn überhaupt mit mir vor? Genau. Aber irgendwie niedlich. Naja, sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Das wissen wir ja nicht, aber ich frage trotzdem. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Bravo, du hast es erraten. Yippie! Oh. Gnade! Donner sagt nein. Also, schade. Ich habe Donner ein Angebot zu unterbreiten. Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donner ist ganz Ohr. Hm.
Ich könnte doch bei euch einsteigen. Donner sagt nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Genau. Ich habe noch ein... Okay, Donner ist ganz Ohr. Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Donner sagt nein. Okay. Ich habe noch ein weit... Gnade! Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Ich habe noch ein weit... Mach ich hier noch ein Angebot? Ich habe noch ein weit... Hier, Geld! Ich gebe euch das Geld! Das war keins, aber ja. Viel Geld! Donner sagt nein. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donner ist einverstanden. Wartet mal, es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Sag tschüss, Rufus. Oh, oh. Das war unangenehm. Das war kein echter Hai und der kommt jetzt hier aus diesem klirrenden Rohr da raus. Was machen wir denn jetzt? Soll ich nochmal nach Klein-Venedig? Oder wie? Oder was? Du komm aus dem Po. Minigame wirklich überspringen? Ein Minigame? Hm? Was zum... Siehst du, was ich sehe, Donner? Offenbar hat ihm einmal nicht ausgereicht. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Nochmal? Genau. Das war auch mein Gedanke. Warte mal, das soll ein Minigame sein? Ja, wie machen wir das jetzt hier? Also die sagt zu manchen ja und zu manchen nein. Was mit der Gnade? Wie jetzt? Ist das dein Ernst? So, hier sagt sie und ja und nein. So. Ich habe noch ein Ding. Genau. Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod. Donner ist einverstanden. Wartet mal, es ist noch... Sag tschüss. Nee, das hat nicht geklappt. Oh oh. Ach man, das wird alles das so kompliziert. War unangenehm. Ja, das zweite Mal, das hat er erlebt. Irgendwann gewöhnst du dich dran. Wir müssen irgendwie auch mal diesen komischen Turnierhandschuh hier finden. Finden. Nehmen, meine ich. Das heißt, wir müssen hier irgendwie runter. Oder wollen wir das Minigame überspringen? Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod. Donner sagt nein. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Jetzt ist mal gleich mal Sprung. Sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Ich hab einfach das Minispiel jetzt überschrieben. Ach Quatsch, übersprungen. Oh. Ich wusste jetzt nicht, was die damit jetzt meinen, ja? Anscheinend war das die ganze Zeit ein Minispiel, dass sie uns begnadigt. Jetzt habe ich dich übersprungen und jetzt. Naja, egal. Wusste ich ja nicht, was die damit meinen. Naja,
Ist ja wurscht. Jetzt sind wir weiter. Sie hat uns jetzt begnadigt und wir können jetzt vielleicht auch... Kiek mal hier. Eigentlich noch davon gerade gesprochen. Es muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ja, nimm. Na endlich. Meine eigene Turnierhand. Yay. Aha, die Würze haben wir noch. Guck mal, in der Turnierhand sind insgesamt 3 Finger und ein Daumen. Okay. Nochmal zurück. Noch irgendwas anderes? Wie ist das? Das ist das. Funkstation. Hallo, Kletus? Mist, er geht nicht mehr ran. Okay. Kann ich mit Ihnen hier noch Quatsch? Joho, joho. Unorganisierte Verbrecher, joho. Wann bekomme ich eigentlich meine Strumpfmaske? Okay, mit ihr kann ich. Jetzt verstehe ich, warum man ihr Syndikat das unorganisierte Verbrechen nennt. Sie ist vollkommen plemplem. Ja, sie entscheidet nicht von Herz oder vom Kopf aus, sondern von ihren Ticks. Hey, Donna, irgendwelche Aufträge für mich? Tja, das muss leider warten. Ich habe meine eigene Mission. So, und hier sind wir wieder. Wir gehen jetzt zum Hafen und zur Spelunke, denn wir haben jetzt endlich diesen Turnierhandschuh und werden gleich mal mit diesem Galef Schnicki Schnacki Stucki spielen. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. So, darf ich bei euch einsteigen, wenn ich Stick-Tack-Stuck besiege? Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich... Niemand besiegt mich. Dann besteht ja keine... Also okay, sag Bescheid, wenn du... Ich bin bereit, lass uns spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Ich bin bereit, wenn du bereit bist, sagt er. Warte mal. Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur 3 Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch, mit gezinkten Fingern zu spielen, gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. Okay. Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich 2 Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Oh Gott, okay. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, schnack, schnuck. Also das... Was haben wir hier? Ich werde hier erstmal hier die Anleitung. Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere. Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere. Schere schlägt, egal, es klingt auf jeden Fall einfach. Dumm ist nur, dass Rufus die Finger der fremden Turnierhand nicht beugen kann. So hat er zunächst kaum eine Wahl. Das gezeigte Symbol hängt einzig von der Anzahl der Finger ab. Eine intakte Hand zeigt automatisch Papier. Fehlen 2 Finger, zeigt sie immer Schere. Und eine Hand ohne Finger wird als Stein interpretiert. Oh Gott, kann ich mir da ehrlich werden, ja? Okay, eine intakte Hand, ja. Okay. Erst wenn Rufus erste Finger verloren und zurückgewonnen hat, kann er diese noch belieben an seiner Hand befestigen und wieder entfernen, um eine Auswahl zu treffen. What? Ist das hier? Ach so. Also ich habe jetzt... -2, +2. Ach so. Dann machen wir mal Start. Schnack, schnuck. Oh, ich hab jetzt verloren. Ha! Gewonnen! Du musst 2 Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Ja, natürlich. Was ist das hier eigentlich? So.
kein Scherer. Nein, das geht nicht. Ach so. Mist, der ist ja fest. Was ist das hier? Ich hab jetzt noch... Wer hat jetzt noch... Was ist das? Nein, das... Soll das hier sein? Das sollte reichen. Ach so. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Das kann ich Stein machen, ne? Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So. Nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Ja. Achso, ich kann mir jetzt noch zwei Finger dazu, okay. Na, ich nehme wieder Stein, ne? Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücks... Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So. Nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Im Prinzip ist es der jetzt immer einfach. Der nimmt ja immer Schere. Nimm wieder Stein. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Huh? Na, warte. Jetzt nochmal, Stein. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Huh? Na, warte. Na, wenn du so blöd bist, jetzt hat er keine Finger mehr, jetzt bleibt ihm ja auch noch Stein. Und wie war das jetzt nochmal? Papier schlägt Stein. Brauch ich jetzt... Ja, ich habe ja jetzt alle Finger, ne? Was heißt das hier? An der Hand. Okay. Ich bräuchte jetzt Stein. Schere, meine. Papier. Oh. Unmöglich. Du hast mich besiegt. Ich sage es immer wieder. Leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt. Aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrat es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Niemand außer Goal. Guck mal, was ich jetzt gerade sehe. Warte mal. Niemand außer Goal. Ich brauche jetzt Alkohol. Nee, ich sehe gerade hier dieses Schild wieder sauber. Wer hat denn das geputzt? Vor allem höre ich Musik und er spielt gar nicht. Er hat nicht mal ein Notenblatt. Beschiss. Warte mal. Nimm mal das lustige Lümmellied. So. Ah ja, jetzt geht's doch. Jetzt kann er auch wieder spielen. Zurück. Die schüchterne, die naive Goal brauchen wir jetzt. Guck mal mit. Wo ist er denn hier? Wir haben ja jetzt das geheime Klopfzeichen. Was wir sie jetzt überhaupt mitnehmen? Ich wollte wieder mal kurz weg. Habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Wie schön. Mal schauen. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Was kann ich endlich mit? Kommst du? Ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Super. Muss ich ihr folgen? Nee. Aber, hey, stopp! Mist. Wie wisst ihr ja nicht, wo das ist? Schnell hinterher, wir müssen jetzt in der dunklen Gasse. Wir haben es auch wieder geschafft, war gar nicht mal so schwer. Das mit dem Schnick, Schnack, Schnuck.
Ich habe eigentlich nur Stein gezeigt und er immer nur Schere. Und dann zum Schluss konnte er, weil er keine Finger mehr hatte, nur Stein zeigen. Und da Papier ja steil schlägt, habe ich meine Finger wieder aufgerüstet und habe dann Papier genommen. So, war gar nicht mal so schwer. Das war das. Ist jetzt eigentlich das Einfachste. So, jetzt ab in die dunkle Gasse. Ah, Gale, hast du uns diese neue Rekrutin besorgt? Klar. Nach all den Jahren endlich ein neues Gesicht. Janosch wird ausflippen und dann auch noch eine Frau. Jetzt wird uns niemand mehr auslachen. Lass mich einfach rein, okay? Der war schneller wie wir, der Typ. Garlef. Okay. Dann klopf ich mal an die Tür. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber... das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Wolltest du nicht klopfen? Ja, ich klopf da schon. Nein, warte. Tja. Leider wieder daneben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, das gibt es doch nicht. Wolltest du nicht klopfen? Das muss dieser Rebellenstützpunkt sein, von dem Garlef sprach. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Hä, muss ich das jetzt verstehen? Komm hier irgendwie gar nicht weiter. Ich hab ne Idee. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Ja, der ist wieder ein Gadget-Shop. Shop. Wie mache ich jetzt das alte Klopfzeichen? Ich verstehe das jetzt hier mit dem... Das muss dieser Rebellenstützpunkt sein. Ach so, ja. Das könnte aber sie... Könntest du... Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Was ist jetzt? So. Das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Nanu. Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach. Ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. Hey, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Was?